Hallo Leute, hier ist wieder Füssen aus Berlin. Ja, ich war heute beim Arzt und habe meine Blutwerte abgeholt. Die hatte ich letzte Woche, wurde mir Blut abgenommen. Und ich wollte so einen Vergleich starten zum letzten Jahr. Ja, hieß, ob sich's gebessert hat, verschlechtert hat oder so. Ja, ich hatte ja am Anfang des Jahres eine Operation hinter mir. Und natürlich war ich besonders neugierig darauf, ob dadurch die Werte irgendwie anders geworden sind oder ja, sich verschlechtert haben. Wir werden sehen. Okay, Also lasst also uns. letztes Jahr hatte ich meine Werte am 11.9. Ja, am 11.9. abnehmen lassen. Und dieses Jahr war es am 26.9. Also ich mache das immer so zum September hin, passt gut. Und Vitamin D und B12 hat er diesmal nicht gemacht. Das wurde nicht genommen. Abgenommen, aber dafür der Glucose-Plasma-Wert und der ist 86 gewesen und in diesem Jahr genauso. Also hat sich nichts geändert. So, das Cholesterin. Das war letztes Jahr 180, LDL 92 und HDL 74. Bin ein bisschen erkältet. Ja, dieses Jahr ist er um 10 Wert gestiegen. Und der LDL-Wert vor allem 101 und HDL ist gleich geblieben. Das kommt, denke ich mir, dadurch, dass ich zugenommen habe. Erstmal, dass ich auch weniger Cardio mache. Also Cardio schon, aber kein Cardio wie Laufband oder Crosstrainer, sondern nur Tanzen. Und das werde ich auch wieder einführen. Das hat mir der Arzt auch angeraten, dass ich das wieder machen soll. Und da werde ich mit dem Crosstrainer trainieren, nicht mehr auf dem Laufband. Da habe ich ein bisschen Bedenken. Und ich versuche halt mein Gewicht wieder ein bisschen runter zu drosseln. Vielleicht wirkt es darauf. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es. Ansonsten, dieser Gamma-GT und GBT, der ist bei mir gesunken. Der war letztes Jahr 12 und 18 und ist diesmal 10 und 14. Also da ist alles gut. Im Glucose, das hatten wir, glaube ich. Ja, genau. Triglyceride 68. Und das ist auf 75 angestiegen. Ich denke mir einfach, dass ich ein bisschen mehr gesättigte Fettsäuren esse. Ich hatte, glaube ich, auch an dem Tag vorher dieses Simpli-Wie-Käse gegessen. Und ja, ich denke mir, dadurch steigt sowas auch an. Ich achte da nicht mehr so drauf. Das werde ich auch mal wieder machen, dass ich ein bisschen mehr achte und auch wieder gesünder koche und so. Momentan wird es so nicht sein, aber in meinem nächsten Urlaub werde ich das auf jeden Fall machen. Harnsäure ist 5 gewesen, ist diesmal auf 4,8 abgesunken. Kreatinin ist 0,82 und der geschätzte 80,5. Und der war auch letztes Jahr ein bisschen höher. Der Kreatinin war 0,85. Und der geschätzte, also der war ein bisschen niedriger. Dafür ist der angestiegen, aber das ist, glaube ich, auch nichts Dramatisches. Ich liege überall im guten Bereich. Der Eisenwert war 44 letztes Jahr und das erste Mal in meinem Leben habe ich einen Wert von 74. Wer glaubt's? Da fällt die Regel aus. Man kommt in die Menopause und man hat super Werte. Und hier auch in dem Bereich. Alles super. Keine Werte, die irgendwie auffällig sind im kleinen Blutbild. Und letztes Jahr war ja das Hämoglobin, war im nicht so guten Bereich und da lagen zwei Balken außerhalb des blauen Bereichs. 11,9 und dieses MC HC war auch außerhalb und dieses Jahr ist alles im blauen Bereich. Keine Abweichung. Mensch.
super Werte als Veganerin. Eisen ist top. Das heißt, ich habe immer so Eisen eingenommen. Das werde ich jetzt nicht mehr jeden Tag machen, sondern werde das immer nur noch alle 2 Tage machen vielleicht. Oder ja, so wie ich mich fit fühle. Wenn ich merke, ich werde müde oder so, dann nehme ich mal wieder. Werde es nicht mehr so krass oft machen. Und Vitamin D meint er, brauche ich auch nur 2-mal im Monat substituieren, weil ich da auch einen guten Wert letztes Jahr hatte. Das Jahr hat das deshalb nicht gemessen. Und auch bei B12 werde ich auch nur noch alle 2 Tage substituieren, weil ich da auch einen Wert letztes Jahr von 10, von 1000 hatte. Und der meinte auch, das war auch im guten Bereich, da brauche ich nicht mehr. Jo. Du, ja, das war es Ich hoffe, es gewesen. hat euch gefallen, mein kleines Blutbild-Analyse-Video. Und ja, dann sehen wir uns mal nächstes Mal wieder, ne? Wenn es heißt, Wissen aus Berlin. Habe ich das heute diesmal überhaupt gesagt? Ich weiß nicht, egal. Jedenfalls, nächstes Mal sind wir drück, klick auf Video von mir und dann bin ich wieder eingeschaltet. Tschüss!